Ja, kann jetzt hier kurz dauern, je nachdem wie groß der Baum ist. Ich weiß das gar nicht. Ja, der sieht riesig aus hier. Dann kriegen wir aber immerhin ein bisschen Holz. Das ist ja auch was Feines. Da ist noch ein... Und da habe ich noch was gesehen, oder? Ganz da hinten. Kommen wir da dran? Hallo? Nee, da kommen wir gar nicht dran. Ach Mann. Aber da ist auch noch... Ach, den Baum, da haben wir ja noch lange nicht auseinandergerupft. Da ist ja noch einiges drin. Da und da. Und da auch noch. Ach, die liebe Güte. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen dunkel hier gerade, aber... Ach komm, den hau ich ja gerade mal mit der Handkante weg. Zack. Hier löst sich auch irgendwie überhaupt nicht auf. Sag mal, wie groß ist der denn noch hier? Da ist auch noch was. Gilt das auch noch für den Baum? Ja, ne? Ja, das kriege ich aber jetzt hier von hier aus nicht. Ach, jetzt, Mensch, das mache ich später. Ich habe jetzt hier keine Lust, hier ewig im Baum rum zu wühlen. Sammeln wir hier mal noch alles schnell auf und da noch ein Holz, weil ich will jetzt hier mit der Bude vorankommen. Also würde ich sagen, machen wir das, hoppla, machen wir das so groß hier, so bis hierhin. Soll ich den Baum da lassen vielleicht? Muss ich mal gerade überlegen, die Blätter hier mache ich mal noch weg, aber so ein Baum im Wohnzimmer, das wäre doch auch was. Oder im Schlafzimmer oder wo auch. Könnte man ja eigentlich, ja, so oder so ein... Ja, das wäre doch cool, oder? Wenn ich hier so eine untere Etage mache und so einen Schlafraum in den Baum da reinbaue. Mit so einer Leiter dann hier hoch. Ich glaube, den Baum lasse ich jetzt hier wirklich mal. So, dann aber den hier mache ich noch weg. So. Und dann machen wir hier mal den Grundriss weiter. Soll ja noch ein bisschen breiter werden. Ach komm, machen wir hier bis gerade hier hin. Hallo? Ach, das Gras wieder. Ach, das sieht man immer so schlecht mit dem blöden Gras da. So, und hier noch, und hier, und hier. Und dann habe ich gedacht, das wollte ich glaube ich vorhin schon sagen, ich habe mir noch ein paar mehr Gedanken gemacht. Das wollte ich, glaube ich, gerade sagen, als die Endermen aufgetaucht sind. Und... Also ich drehe hier gleich komplett durch. Ja, ich bin gerade sprachlos, weil... ist vielleicht auch besser, wenn ich jetzt nichts sage. So, jetzt aber... und zwar, ich habe mir noch ein paar mehr Gedanken gemacht. Ich will nicht nur die Bude hier ausbauen, das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus von der Größe her. Dann brauchen wir allerdings noch eine Menge Cleanstone, um hier den Boden zu machen. Und vielleicht auch ein bisschen Wolle. Ich habe noch gar keine Schafe gesehen. Wolle und dann pfeifen wir uns jetzt, glaube ich, gerade mal noch ein halbes Schwein rein, weil wir haben schon wieder Hunger, sehe ich hier. Und... Ja, da braucht man eine Menge Cleanstone. Ach ja, die Wolle. Weil dann hole ich mir von den Blumen, da kriegt man ja Farbstoff von. Falls ihr das nicht wisst, keine Ahnung, von den Blumen. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Da kann man Farbe draus gewinnen. Hier die Rosen zum Beispiel, nehme ich mir die gerade mal. Und wenn man die dann hier oben ins Craftingfeld reinschiebt, dann kriegt man hier Rosenrot. Das ist ein Farbstoff, damit kann man Wolle färben. Oder auch die Schafe direkt, dann kriegt man ein bisschen mehr rote Wolle raus. Und dann machen wir uns da vielleicht so einen roten Teppich rein, wollte ich sagen. Und ja, mal gucken, was wir hier aus dem schmucken Häuschen dann so machen können. Und dann hier vorne dran habe ich gedacht, vielleicht so ein kleiner Garten irgendwie. Das wäre vielleicht auch ganz neckisch. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich die Bude überhaupt aus Holz ganz machen soll. Allerdings, wenn wir da
Ja, doch, wenn es dann in den zweiten Stock in den Baum reingeht, dann haben wir so ein bisschen was Holzhaus, Baumhausartiges. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, und jetzt brauchen wir... Ich glaube, ich baue erstmal die Kisten auf. Ach, da haben wir schon eine Kiste. Stimmt ja. Und was haue ich denn da rein? Die Kakaobohnen. Das Dingens hier. Den String, die Sättel, die kann man nicht stacken. Das ist sehr blöd. Den Eimer, die Farbe hier. Ja, die Saat, was haben wir hier noch? Ach, Schießpulver ist das. Ich kenne hier bei dem Texture Pack, kenne ich noch gar nicht alle Gegenstände so genau. Das ist das Schießpulver, was wir von irgendeinem Creeper haben. Das Knochenmehl behalte ich mal. Hier haben wir noch Strings, die können wir hier noch dabei machen. Die Zombie-Hände hier noch. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Aber egal, was man hat, hat man. Und was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach, das Holz wollte ich noch. Och ja, da haben wir ja einiges. Brauchen wir ja auch. Jetzt haben wir hier 264er Stacks. Und Quatsch, hier noch das hier. Ach Mensch. Und dann haben wir hier noch das Birkenholz. Kriegen wir auch noch mal ein bisschen mal raus. Ja, ich glaube, das reicht jetzt zwar nicht für die ganze Bude, aber... Naja. Ach so. Eigentlich müsste ich ja jetzt erst noch Sand holen gehen. Da hinten ist ein bisschen Sand, aber das ist gar nichts. Ich glaube, da hinten war auch Sand da am Wasser. Gehen wir da noch mal hin, weil ich will ja auch Fenster in die Bude haben. Weil, naja... Ein Haus ohne Fenster, ne? Ob das so toll ist, ich weiß es nicht. Habe ich noch eine Schaufel? Müsste ich eigentlich noch haben hier? Jo. Eine Schaufel und dann spielen wir mal ein bisschen im Sandkasten hier jetzt, ne? Ist ja auch ein Sandkasten-Game, also von daher. Naja, so. Zack, 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 zack. Ich muss nur aufpassen, dass uns hier das Wasser nicht reinläuft. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass uns das Wasser hier nicht reinläuft, ne? Eine Nanosekunde später ist ja alles überflutet. Leck mich doch am Poppes hier. Mensch. So, hier noch weg und hier noch weg und geht das auch noch weg? Wenn nicht, landen wir hier wieder in der Scheiße, aber das ist nicht passiert. Hier kann noch weg, das hier kann auch noch weg und das hier kann noch weg. Dann graben wir uns hier noch einmal runter. Wieso grabe ich jetzt eigentlich mit der Hand weiter? Das hier noch, wie viel haben wir denn? Ach ja, den 64er Stack, den mache ich da jetzt noch fertig. 63. 64, so, dann holen wir hier noch die Eier mit. Ah. Und irgendwie habe ich jetzt gerade Bock auf Hähnchen. Ich weiß nicht, Hähnchenkeule, vielleicht weil ich sie da unten immer im Bild habe und die nehmen wir uns hier jetzt mal so. Und ich nehme vielleicht für unseren Garten, hier, wenn ich gerade schon hier bin, noch ein paar Sonnenblumen mit. Die sehen ganz schön aus hier in dem Texture Pack. Honeyball Texture Pack übrigens, falls es den einen oder anderen interessiert. So, dann... wo geht's denn zur Bude? Da unten. Ach ja, das sieht doch hier jetzt gleich schon... Hoppla. Das sieht doch hier jetzt gleich schon ein bisschen besser aus. Der Baum hier verdeckt noch ein bisschen die Sicht. Den hole ich hier mal gerade noch weg. Wo ist denn die Axt hier? Ja, das kleine Futzelding da, das braucht sowieso keiner. Ich zumindest nicht. Ich hoffe nur, dass die Blätter da jetzt alle verschwinden, weil das da alles noch zusammenhängt. Ich mache hier so ein bisschen was weg noch.